leider gilt das auch für die SPD. Denn die SPD, die ist zwar eigentlich gegen Artikel 13 eigentlich auch wieder dafür, die führt einen Eiertanz auf. Man muss den Jusos noch zugutehalten, dass die Jusos echt dagegen gekämpft haben. Aber leider hat die Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl, unsere Justizministerin Katharina Barley, erst schon einmal im EU-Ministerrat für Artikel 13 gestimmt. Und jetzt